Herzlich willkommen zum philosophischen Stammtisch, liebe Zuschauer, aus dem alten Kraftwerk in Basel. Tja, da sitzen Sie also mit Ihren dicken, fetten Egos auf Ihren dicken, fetten Sofas und wollen Gedankenimpulse. Vielleicht ist Ihnen auch einfach nur langweilig, denn seien wir mal ehrlich, genau betrachtet ist Ihre sogenannte Existenz doch ziemlich öde. Wenn Sie sich nun von mir beleidigt gefühlt haben, waren Sie gewiss nicht zu sensibel. Wobei, bereits mein lieber Zuschauer könnte die eine oder andere von Ihnen ja brüskiert gar ausgeschlossen haben. Und selbst wenn ich liebe Zuschauerinnen gesagt hätte, wären damit nur die gemeint gewesen, die sich klar als Mann oder Frau identifizieren. Genau genommen hätte ich also liebe ZuschauerInnen sagen müssen, mit mitgedachtem Gendersternchen. Ist das alles nur ein Zirkus für Mimosen, ein Tanz um das neue, hypersensibel gewordene Selbst? Genau darüber wollen wir heute streiten, denn eines scheint sicher, unsere Empfindlichkeit wächst und damit auch die Spannungen zwischen uns. Menschen sind verletzliche Wesen. Dafür sensibel zu werden, ist deshalb ein klares Zeichen moralischen Fortschritts. Verhalte dich so, dass du deine Mitmenschen nicht bewusst verletzt, beleidigst, traumatisierst. Dank der MeToo- und Black Lives Matter-Bewegungen brachten die letzten Jahre einen weiteren Sensibilitätsschub. Ist die Frage, wo kommst du her, schon Rassismus oder nur harmlose Erkundigung? Wo fängt Sexismus an? Erst beim Griff um die Schulter? Oder bereits beim Gebrauch des generischen Maskulinums? Die Grenzen des Zumutbaren werden gerade neu vermessen. Nicht allen will das einleuchten. Viele fühlen sich gegängelt. Gewiss, Empfindsamkeit mag eine Tugend sein, doch gibt es auch hier ein zu viel des Guten. Vor allem, wenn bei der Generation Snowflake immer nur die eigenen Empfindlichkeiten im Vordergrund stehen. Vor allem, wenn so der Blick aufs Ganze verloren geht. Droht die fortschreitende Sensibilisierung derzeit gar in digitalen Narzissmus umzuschlagen? Angestrebte Toleranz in neues Grabendenken? Eine Gefahr, die auch Philosophierende von je beschäftigte, erkannte Jean-Jacques Rousseau im 18. Jahrhundert, die Erziehung zu mehr Sensibilität als Schlüssel moralischer Verbesserung, erhob Friedrich Nietzsche die Resilienz und Widerstandskraft zum eigentlichen Ideal. Denn was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Wo schlägt Verletzlichkeit in Verweichlichung um? Wo neues Sprechen in neue Denkverbote? Was tun, damit die Sensible nicht zur hypersensiblen Gesellschaft wird? Ja, Sensibilität, gibt es ein zu viel des Guten? Das diskutieren wir heute am philosophischen Stammtisch. Ich freue mich sehr, dass bei uns sind Svenja Flasspöhler. Sie ist Philosophin und Chefredakteurin des Philosophiemagazins in Berlin. Und Dominik Künzle ist auch Philosoph, Privatdozent für Philosophie an der Universität Zürich und Gymnasiallehrer für Philosophie. Ganz herzlich willkommen. Vielen Dank. Danke. Frau Flasspöhler, Sie haben soeben ein Buch geschrieben mit dem Titel Sensibel und es wird sehr deutlich, mehr Sensibilität ist eine Errungenschaft für Sie. Allerdings hört man sofort das Aber. Worin besteht es? Na, dass man sich fragen kann, ob wir gesellschaftlich an einem Punkt sind, wo das Progressive, das Fortschrittliche der Sensibilität in Regressivität, also in Rückschrittigkeit umkippt. Also das Verbindende der Sensibilität in eine Zersplitterung und Vereinzelung. Das ist die zentrale Frage, die mich interessiert und versuche dafür tatsächlich auch die Sensibilität als Phänomen komplexer oder vielschichtiger zu begreifen. Also erstmal zu fragen, was ist das denn eigentlich? Mhm. Und Sie, Herr Künzle, wenn man das einfach jetzt mal so hört, denken Sie auch, aber wenn man von mehr Sensibilität spricht, oder finden Sie, da könnten wir ruhig noch eine Schippe drauflegen? Ich weiß nicht,
ob wir bei Sensibilität eine Schippe drauflegen sollen. Ich finde eher ein bisschen problematisch oder diese Art von, wie wir jetzt darüber sprechen, dieses Framing. Wir sprechen von Sensibilität, und aber wir dann auch sprechen von Angelegenheiten der Gerechtigkeit, Diskriminierung und so weiter. Und ich finde eigentlich gar nicht, dass es dabei um Sensibilität geht. Ich glaube, das ist eine irreführende Art, das aufzuziehen, weil ich glaube, da geht es einfach um Ethik. Es geht einfach darum, das Richtige zu tun, sich einzusetzen für Gerechtigkeit, auch für strukturelle Gerechtigkeit. Und da würde ich gar nicht sagen, es braucht mehr Sensibilität oder weniger Sensibilität, sondern es braucht einfach Leute, die den Mut haben, die Dinge durchzudenken und sich für das Richtige einzusetzen. Aber dieses Gefühl, dass da eine neue Empfindlichkeit in unserer Gesellschaft ist, das ist doch ein sehr umfassendes zunächst. Und andererseits, und das wäre eigentlich meine Diagnose, es ist überhaupt nicht wahr, dass wir sensibler geworden sind. Wir sind viel unsensibler geworden. Wir sind viel abgeschotteter geworden. Wir sehen, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken, dass in Libyen in Lagern Menschen festgehalten werden. Wir sehen der ökologischen Zerstörung zu. Das alles scheint uns alltäglich gar nichts auszumachen. Da es ja nun, Frau Flassbüller, überhaupt keine empirisch belastbaren Daten darüber gibt, ob eine Gesellschaft sensibler wird oder nicht, könnte man nicht sagen, das geht völlig in die falsche Richtung. Wir sind viel verpanzerter geworden. Naja, also erstmal ist ja die Frage, von wem Sie da reden. Also reden Sie von der Gesellschaft oder reden Sie eher von Ihnen selbst, wenn Sie sagen, Sie werden desensibilisierter. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die sehr sensibilisiert werden, also gerade für die Klimafrage. Aber es ist ja so, dass auch, wenn man sich die Geschichte der Sensibilität anguckt, diese Überreizung an eben medialem Feuer, Großstadt und so weiter, also all diese modernen Phänomene, immer gepaart waren mit einer schützenden Desensibilisierung. Also wenn man zum Beispiel an Georg Simmel denkt, der die Großstadt am Anfang des 20. Jahrhunderts näher analysiert hat oder den Großstadtmenschen, dann sagt er, diese Reizüberflutung schlägt automatisch um in Blasiertheit. Also das heißt, wir müssen, wenn wir durch die Großstadt gehen, uns einen gewissen Filter aufsetzen, gewisse Scheuklappen, damit wir überhaupt erstmal klarkommen. Aber ich finde, wir müssen grundsätzlicher darüber reden, was meinen wir denn, wenn wir von Sensibilität sprechen? Und ich glaube, das klärt schon mal einiges, wenn man erkennt, dass es eigentlich grob gesprochen zwei verschiedene Formen gibt. Nämlich einmal die aktive Sensibilität im Sinne von Empfindsamkeit. Also ich richte mich empfindsam auf die Welt aus in einem moralischen Sinne, so könnte man erstmal allgemein sagen, ja, ich habe also eine Empfindsamkeit für fremde Grenzen, die ich achte und so weiter. Und diese Empfindsamkeit kann eben kulturgeschichtlich steigen, sich verfeinern, und so verfeinert sich eben auch die Moral einer Gesellschaft. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es die passive Sensibilität. Und das meint so viel wie Reizbarkeit. Also Reizbarkeit der Nerven, Dünnhäutigkeit. Und das Interessante ist jetzt aber ja, dass wir gesellschaftlich beobachten, dass wenn bestimmte Moralvorstellungen von mir, oder Sie sprechen allgemein von Gerechtigkeit, aber dahinter stecken natürlich konkrete Moralvorstellungen, wenn meine Vorstellung von Gerechtigkeit oder von Moral tangiert wird, reagieren die Gruppen gereizt. Ja? Und das ist ja das, was wir heute verstärkt erleben. Insofern hängt es ja auch sozusagen zusammen, weil man, wenn man den Bereich dessen, was wir empfindsam betrachten sollten, dann wird natürlich auch die Empfindlichkeit zunehmen, genau, weil mehr Gruppen betroffen sind. Genau. Und ich glaube auch, das Phänomen, wie Sie es jetzt gerade aufgedröselt haben, ist ja wirklich so, dass wir eigentlich die Empfindlichkeit eher problematisieren sollten, oder? Dass wir irgendwie denken, es gibt zu viele Leute, die zu empfindlich reagieren auf gewisse Dinge. Und da schwingt doch aber auch immer sowas mit, wie bei der Empfindlichkeit geht es darum, dass man eigentlich immer an sich selbst denkt oder an die eigenen Belange, sich selbst eben irgendwie vielleicht auch fast zu wichtig nimmt. Bei der Empfindsamkeit hingegen geht es darum, sich einzufühlen in andere. Würden Sie das teilen? Ich glaube einfach, es gibt noch eine andere Version. Also Sie haben es selbst angesprochen, oder dieses, das Bedürfnis, das Richtige zu tun. Also einfach Ethik, oder? Also zu denken, selber zu überlegen, was halte ich für richtig und falsch, was halte ich für gerecht, was halte ich für ungerecht. Das ist weder Empathie, also wieder einfach nur emotional sich in andere reinzuversetzen, noch ist es irgendwie Überempfindlichkeit oder persönliche Reizbarkeit. Und ich glaube, da glaube ich einfach, oder? Es sind zwei verschiedene Fragen, die man unbedingt auseinanderhalten muss. Erstens inhaltliche Fragen, die vielleicht die Fragen sind, die in Ihrem Buch angesprochen werden. Wie sollten wir reden? Ist es vielleicht ein bisschen problematisch, wenn man das generische Maskulin verwendet und so weiter? Das ist eine rein inhaltliche Frage, die man, glaube ich, mit Vernunft und Verstand auf der Grundlage der besten Argumente diskutieren sollte. Was faktisch aber nicht passiert.
Ja, aber dann müssen wir einfach über die Reaktionen der Leute auf Social Media diskutieren. Aber das ist einfach ein anderes Thema. Aber das ist kein ganz anderes Thema. Wenn man zwischen Sachlichkeit und Emotionalität unterscheiden will, dann beobachten wir in dem Sprechverhalten, und das ist auch ein generationelles Problem, glaube ich, dass ältere Menschen zu Jüngeren etwas sagen und die sagen dann nicht, du hast recht, sondern das macht mich traurig. Das hat mir wehgetan. Das hat mich jetzt verletzt. Das heißt, die Signalisierung eigener Empfindlichkeit und damit auch die Emotionalisierung macht es unmöglich, genau den wesentlichen Schritt zu tun, den Sie tun wollen, Dinge rein sachlich und argumentativ zu klären. Deswegen würde ich schon sagen, dass wenn man Sprachverhalten für günstig hält, dass immer nur darauf geht, wie hast du dich dabei gefühlt? Was hat das jetzt mit dir gemacht? Dann verliert man genau die wesentliche Möglichkeit, von der Sie gesprochen haben. Und aber ist das nicht auch ein bisschen Pappkamerad? Also so sprechen wir ja oft, wenn wir uns lustig machen über gewisse Milieus, dann sagen wir solche Dinge wie, das stimmt jetzt nicht für mich. So diese Geschichte hast du jetzt gerade angetönt. Und das ist ja so ein bisschen das, was wir meinen, wenn wir von der Generation Snowflakes sprechen, also von dieser Generation Schneeflocke, die auch vorgekommen ist im Beitrag vorhin. Und ich wäre da einfach so ein bisschen vorsichtig, eine ganze Generation zu kennzeichnen mit einem Phänomen und dann noch so ein US-amerikanisches Campus-Phänomen zu importieren. Mhm. Und da ist mir kürzlich ein Beitrag von Adrian Daub in die Hände gekommen, der ist Professor in den USA, war kürzlich auch ja zu Gast bei dir. Und der sagt, das ist eine Form von Moral Panic, der bezieht sich da auf Stanley Cohen, der diesen Begriff geprägt hat. Und der sagt, immer wenn eine Jugendkultur sich verändert und ein Phänomen irgendwie entwickelt, dann wird das aufgebauscht und es entsteht Moral Panic. Man sagt plötzlich, ja, um Gottes Willen, alle sind jetzt so empfindlich. Und pathologisiert. Ja. Genau. Ich meine, ist das nicht eine Übertreibung? Was man definitiv sagen kann, ist, dass die Sensibilität nicht nur ein Phänomen der jungen, linken, woken Generation ist, sondern dass es natürlich wiederum in einer anderen Phänomenologie, aber natürlich auch eine Reizbarkeit auf der Seite derer gibt, die um deren Privilegien es jetzt geht. Ne? Also die Boomer sozusagen. Beispiel? Naja, also das, was, das Stichwort, was natürlich dann immer fällt, die alten weißen Männer. Ne? So. Und natürlich gibt es da eine Reizbarkeit in dem Sinne, dass eben gegen das Gender-Sternchen gewettert wird, ohne dass man wirklich handfeste Argumente hat. Also ich würde zum Beispiel sagen, ein rein ästhetisches Argument zu sagen, oh, das tut mir aber in den Ohren weh, das ist auch eine Reizbarkeit. Ne? Oh, das tut mir aber so weh in den Ohren, wenn ich das hören muss, dieses Ucks. Das ist ja kein Argument, sondern man kann sogar sagen, alles, was neu ist, tut irgendwie weh. Die Menschen sperren sich ja gegen das Neue. Also das heißt, da gibt es sicherlich auch eine Reizbarkeit. Aber ich finde, das ist kein Pappkamerad, also es ist schon mehr als ein Pappkamerad. Also sicher gibt es da auch Überzeichnungen, gerade was diese linke, woke Seite angeht. Aber ich habe wirklich so viele Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht, die mich ja dazu gebracht haben, dieses Buch zu schreiben. Also man diskutiert zum Beispiel, man versucht in so einem Raum hier über das generische Maskulinum zu diskutieren. Und das habe ich versucht. Und dann wurde mir irgendwann gesagt, also ich halte das tatsächlich für einen Fehler, das generische Maskulinum abzuschaffen. Aber kurz klären, ich gehe jetzt nicht kurz in die klären was das generische Maskulinum ist. Achso, das generische Maskulinum ist eine geschlechtsunabhängige, neutrale Bezeichnung. Also wenn ich sage, liebe Zuschauer, dann ist das ein generisches Maskulinum im Sinne von einer geschlechtsneutralen Bezeichnung. Ist es. Also diskutieren das, wir aber Ihre Erfahrung war auf jeden Fall, dass man Ihnen das als Beleidigung ausgelegt hat. Man hat mir gesagt, hören Sie endlich auf, Sie beleidigen uns. Mhm. So, und dann in dem Augenblick ist die Diskussion aber vorbei. Aber wir sind doch hier schon an einer interessanten Stelle. Herr Künzel, nur ganz kurz, weil es eine Doppeldynamik ist, auf die Sie bestimmt gerne eingehen wollten. Es gibt also eine Doppelimmunisierung. Die Alten immunisieren sich gegen die Jungen, weil sie sagen, das ist doch nur diese Pathologisierung, die wollen irgendwas, was wir nicht wollen. Und die Jungen immunisieren sich gegen die Alten, indem sie alles persönlich nehmen, was sachlich zu diskutieren wäre. Das heißt also, Sensibilität und Verschluss, Immunisierung gegen Kritik, die gehen miteinander einher. Ich möchte gar nicht über Alte und Jugend sprechen. Ich sehe diese Verallgemeinerungen. Ich kann damit irgendwie gar nichts anfangen. Oder wenn man sowas sprechen möchte, dann muss ich irgendwie sagen, das, was ich vorhin gesagt habe, auf einer inhaltlichen Ebene, auf einer Sachfrage, finde ich, sind gerade viele Junge, die ich kenne, bereit, die Argumente dahin durchzudenken, wo sie führen. Oder das kann bei Klima sein und dann folgen unangenehme Konsequenzen. Man muss vielleicht auf was verzichten und so weiter. Aber man geht dahin, wo einem der Gerechtigkeitsbegriff führt und man verzichtet hat. Und es ist eben auch, man kommt zum Schluss, das generische Maskulinum ist wahrscheinlich vielleicht nicht richtig. Wir können darüber diskutieren, ob es das ist oder nicht. Aber dann setzt man sich da vielleicht dafür ein und bemüht sich ums Gendern. Aber der wichtigste Punkt ist mir, es ist einfach
es sind andere Fragen, ob wir darüber sprechen, ob Dinge wie generisches Maskulinum gut oder schlecht sind, oder ob wir über die Reaktionen von Menschen sprechen auf solche Fragen. Wir können sofort sprechen über Diskussionskultur online. Und dann bin ich mit Ihnen einverstanden, dass vieles nicht gut läuft. Da wird überreagiert, da wird rumgeschrien und so weiter. Da bin ich einverstanden. Aber das ist einfach nicht die gleiche Frage wie die Frage, ob diese inhaltlichen Dinge, ob wir das generische Maskulinum benutzen sollten, ob wir das N-Wort zitieren sollten, ob die richtig oder falsch sind. Aber ich glaube, also ich wäre wirklich froh, wir würden in so einer Welt leben, die Sie beschreiben. Aber ich glaube, Sie rationalisieren das Phänomen zu sehr, also das, was wir da gerade erleben. Und ich glaube, man kann auch da noch mal in die Philosophiegeschichte gehen. Also die Empfindsamkeit, die wir ja eben so als erstmal gut dargestellt haben, die wurde ja eingeübt in der entsprechenden Epoche, also die Epoche der Empfindsamkeit. 18. Jahrhundert, in der eben Samuel Richardson seinen Roman Clarissa schreibt. Clarissa, eine Frau, die von einem Mann vergewaltigt wird, Lovelace, und daraufhin eben Briefe formuliert, in denen sie ihr Leid beschreibt. Und dieser Roman war für damalige Verhältnisse ein Mega-Bestseller. Und was Richardson zum ersten Mal eigentlich geschafft hat, ist, ein breites Publikum, nicht nur Frauen, sondern auch Männer, zu sensibilisieren für eine leidende Frauenfigur und sich in sie einzufühlen. Und diese Kraft der Empathie, also dieses Einfühlen und Mitfühlen dieser Frauenfigur, hat dann ja im Zuge eben der Französischen Revolution den moralischen Fortschritt auch enorm vorangetrieben. Und ich glaube, das können wir bei MeToo, also man könnte sagen, Clarissa ist MeToo avant la lettre in gewisser Weise. Also bei MeToo ist ja nichts anderes passiert, außer dass es kein Mann war, der sich die Geschichten ausgedacht hat, um Gottes Willen, sondern die Frauen selber haben gesprochen, die betroffenen Frauen. Und was da passiert ist, ist ja schon, dass man erstmal mitfühlt und mitgeht und darüber diese ganze Bewegung eine ungeheure Kraft bekommen hat. Aber was ist daran schlecht? Ich sage ja nur, dass diese Gerechtigkeitsfragen nicht ganz abgelöst sind von einer emotionalen Energie, die da eine Rolle spielt. Und man kann sogar noch weitergehen und sagen, dass diese Empfindsamkeit, die hat ganz viel Progressives, aber sie ist natürlich bei Lichte betrachtet noch keine Moral. Weil die Kraft des Einfühlens und Mitfühlens, so wie wir es auch bei MeToo erlebt haben oder wie wir es auch bei Black Lives Matter erleben, ist ja erstmal, also um es mit Max Scheler zu sagen, also das reine Mitfühlen ist erstmal ein Affekt. Aber Moment mal, jetzt also noch einen Schritt zurück. Sie sagen ja selbst in Ihrem Buch ganz klar, aus diesem Fühlen, aus diesem Mitfühlen heraus sind die Menschenrechte entstanden. Ja, also da wären wir genau bei der These, oder nicht bei Ihrer These, aber bei dieser Frage, wie eigentlich Mitgefühl zusammenhängt, zum Beispiel mit Rechtsansprüchen. Mhm. Noch nicht bei der Frage, ob wenn man eine Rechtsverletzung erfahren hat, mit welchen Worten man sich dann wehrt, allenfalls in den sozialen Medien. Also das ist ja Ihre These. Mhm, genau. Stimmt das? Würden Sie das teilen? Stimmt das? Also war zuerst sozusagen mehr Empathie und dann kamen die Menschenrechte? Ich finde es schwierig. Ich kenne die Studie, auf die Sie sich beziehen. Das ist eine historische Studie von Hunt, glaube ich, heißt Lynn sie. Hunt, genau. Lynn Hunt. Mhm. Und ich glaube, was sie einfach tut, sie hebt diesen Punkt hervor. Sie hebt diese Briefromane hervor, in diesem 18. Jahrhundert und der Entwicklung, dann einer geschichtlichen Entwicklung, die zu den Menschenrechten führte. Aber das ist natürlich nicht die einzige Entwicklung. Zum Beispiel spricht sie auch von Folter, also sie selber. Und ich glaube, sie macht auch klar, dass ein großes Bündel von weiteren Faktoren im Spiel waren. Oder da waren Ideen drin von Autonomie und einfach viele Ideen, die wir vielleicht ganz klassisch und altmodisch als aufklärerisch bezeichnen würden. Und ich glaube, da ist viel Vernunft, also ist ja Aufklärung, oder man dachte die Dinge durch, man kritisierte religiöse Rechtfertigungen von Dingen, man bestärkte Individualität und Autonomie. Und ich sehe das für mindestens gleich wichtig, ohne jetzt zu sagen, eine bestimmte Entwicklung im Bereich der Empathie spielte keine Rolle. Aber es gibt ja da, und Sie spielen das ja an, auch noch einen ganz anderen Aspekt, nämlich den medialen Aspekt. Es gibt Bücher, Medien, die sind, sagen wir, Empathieverstärker. Zum Beispiel Romane. Man kann sich in eine andere Person hineinversetzen. Und die Beispiele, die Sie genannt haben, sind so Archipel Gulag, Onkel Toms Hütte, sind auch emanzipative Romane, die es uns ermöglichen, eine Situation nachzuvollziehen, in der wir nicht sind. Und dann gibt es andere Medien wie Twitter, die scheinen mir nicht so empathiefreundlich zu sein, sondern empathiemindernd. Da geht es nicht darum, sich in einen hineinzufühlen, sondern jemanden loszuwerden, fertig zu machen, mit einem Satz in die Ecke zu stellen. Das ist ja in dieser Diskussionskonstellation, glaube ich, wichtig zu sagen. Wir leben vielleicht lange in einer Buchkultur, die Empfindsamkeit steigert. Und jetzt leben wir in einer anderen Kultur, in der diese Empfindsamkeit in irgendeiner Weise toxisch kippt.
Und das hat auch was mit den Medien zu tun. Aber Wolfram, da würde ich dich gerne doch noch einmal, also ich verstehe das nicht ganz. Wieso kommt man jetzt auf die Idee, dass plötzlich Empfindsamkeit toxisch kippt? Könnte man nicht sagen, nein, diese Medien, die sind einfach der Gestalt, dass wir unsere Sensibilität da nicht deponieren können. Das ist kein Ort für Sensibilität. Das ist ein Ort, um sich anzubrüllen. Das ist ein Ort für Hate Speech. Nicht nur, aber größtenteils auch, weil die Algorithmen natürlich diese hochgekochten Debatten bevorzugen und man ja sieht, dass da, wo der Streit ist, da ist viel Emotion drin, das heißt, da geht die Post ab. Deswegen wäre ich mal vorsichtig zu sagen, dass die sozialen Medien ein Beleg dafür sind, dass Sensibilität toxisch kippt. Ich würde eher sagen, die Sensibilität wird unterlaufen. Aber es sind ja erstmal Emotionsmaschinen, würde ich sagen. Ne? Also Affekte in jede Richtung. Also auch die Empathie, also die affektive Empathie. Ich meine dieses ne, lachendes Gesicht, Herzchen, Daumen und so weiter. Also das, ne, das sieht man ja schon bei, wenn man David Hume liest. Also der beschreibt das ja sehr schön, wie springt denn eigentlich mein oder wie springt ihr Gefühlszustand auf mich über, indem ich mich in ihnen erkenne. Wir sind beide Menschen und ich sehe sie weinen und dann werde ich auch ganz traurig. Und also nicht umsonst arbeiten ja diese ganzen sozialen Medien mit Emojis. Also natürlich geht es darum, diese Affekte Affekte abzuholen, zu verstärken, also sind Emotionsverstärker und natürlich in beide Richtungen. Und was sich daran ja auch, finde ich, sehr schön zeigt, ist, dass die Aggressivität nicht das ganz andere der Sensibilität ist, sondern das sind ja zwei Seiten ein und derselben Medaille. Es fällt zusammen in der Reizbarkeit. Das ist eine sehr hohe Sensibilität, die sich natürlich auch verdankt der Verdichtung in den sozialen Medien. Also wir, ne, Sie haben das ja auch am Anfang beschrieben, wir kriegen ständig alles überall her mit, also unsere Weltreichweite, unser Radius, unser Empfang ist sozusagen auf global eingestellt, ja, das heißt, wir kriegen ständig alles mit und dieses ständig alles mitkriegen und natürlich dann auch persönlich angegriffen werden, aber steigert die Reizbarkeit. Ich würde wirklich mit Ihnen absolut einig gehen, dass wir in einer sehr reizbaren Zeit leben oder dass wir sehr reizbar geworden sind. Aber das hilft mir noch nicht, die These zu glauben, dass wir zu sensibel sind. Und ich würde gerne mal kurz ein Beispiel einbringen. In den Bussen in Madrid, in gewissen Bussen, gibt es seit ungefähr 2 Jahren so Sticker. Da sieht man einen Mann drauf, der sitzt breitbeinig auf dem Stuhl, also so. Und das ist die Idee, das dann durchgestrichen, Manspreading, also mit breiten Beinen darf man nicht mehr sitzen, weil, Begründung, das hat ein feministisches Kollektiv dahin gemacht, das ist Alltagsrassismus. Und das ist für mich ein konkretes Beispiel, um die Rassismus Frage... Rassismus oder Sexismus? Entschuldigung, Alltagssexismus. Okay. Das war jetzt sehr unsensibel meinerseits. Aber das würde mich jetzt interessieren. Ihr zieht alles immer ins Lächerliche. Mich würde jetzt wirklich interessieren, was sagen Sie dazu, Herr Künzle, weil Sie ja auch sich mit Feminismus auseinandersetzen als Philosoph. Ist das jetzt zu sensibel? Darf man hier noch sitzen, wie man will? Oder ist das genauso, dass die Männer jetzt mal lernen müssen, sensibel zu sein und nicht sich so auf den Stuhl zu setzen? Ja, wieder, ich finde das schwierig zu beurteilen, weil Sensibilität schwer zu quantifizieren ist. Also was will man da? Das gibt es argumentativ, glaube ich, nicht so viel zu holen, wo die Grenze genau verläuft zwischen übersensibel und nicht. Aber wenn man natürlich, man hat andere Instrumente, oder? Wir können einen Begriff von Sexismus definieren, der ist natürlich anspruchsvoll. Also wenn wir einen Begriff von Sexismus als eine strukturelle Ungerechtigkeit, also eine gesellschaftliche Struktur, die sich an bestimmten Stellen auswirkt, die bestimmte Mechanismen hat und die Mechanismen sind teilweise unüberschaubar, manchmal sind sie unbewusst. Und wir sind blind dafür. Wir sind blind dafür und sie greifen ineinander in einem System, in dem es eben, in dem die Ungerechtigkeit bestehen bleibt und das äußert sich dann in Zahlen, was Frauen verdienen und so weiter. Dann würde ich sagen, dann kann man eben, wenn man den Argumenten folgt, vielleicht sich darüber unterhalten, ist jetzt Manspreading ein Teil dieser Kultur und ist es wert, dass wir sagen, man sollte vielleicht darauf damit aufhören. Das ist aber ein komplett anderes Argument, als zu sagen, mich stört das. Oder? Aber was ist die Antwort? Bei Manspreading. Ja, ist das sexistisch? In diesem strukturellen Sinn würde ich sagen, also ich würde sagen, wir sollten das nicht einfach so, ich kann nicht einfach so sagen, ja, es ist oder nicht, sondern ich würde versuchen, jetzt hier das Gespräch zu suchen und gemeinsam... Aber unheimlich einleuchtend zu sagen, ich habe als Mann nie darüber nachgedacht, dass ich ein Drittel mehr Platz im Bus nehme als die Frau, weil mir das quasi natürlich... Darf ich auch mal ausreden? Ja? Frau Fassbühler, ich versuche hier gerade, mich selbst zu erziehen vor aller Augen. Ich habe darüber tatsächlich nie Gedanken gemacht. Und wenn ich mich selbst beim Sitzen beobachte, würde ich sagen, ja, wenn neben mir eine Frau sitzt, 2 Drittel für mich, 1 Drittel für sie. Das kommt mir quasi natürlich vor. Und das ist es natürlich nicht. Und deswegen, die Sensibilisierung ist hier eine erfolgreiche und sie ist am Platz. Was mich jetzt noch, und das ist ja das Interessante, wir sprechen jetzt über den Leib. Und das ist so interessant. Wir haben alle verletzliche Leiber. Und
Die Sensibilisierung dafür, dass wir verletzlich sind, die ist extrem weit vorangeschritten. Nur der ganze Tanz, der ganze Streit, die wirkliche Energie, die geht ja nicht um konkrete körperliche Erfahrungen, sondern sie findet auf der Ebene des Symbolischen statt. Da ist die Sensibilität wirklich zum Streitthema. Zum Beispiel, Herr Künstler, wenn Sie die Situation haben, Sie haben einen Text aus dem 18. Jahrhundert, da geht es um Sklaverei und in diesem Text käme das N-Wort vor und Sie unterrichten den in Ihrer Klasse, dann würden Sie wahrscheinlich einer, was man nennt, eine Triggerwarnung davor setzen, da kommt jetzt ein Wort vor, das wir heute nicht mehr verwenden und ich möchte euch vorher warnen. Scheint Ihnen das ein gemäßes pädagogisches Prinzip, weil man den Schülern das nicht mehr zumuten kann? Und wie würden Sie Ihre eigene zum Beispiel Schulerfahrung sehen? Bei uns wurde das nicht gemacht und jetzt kann man darüber reden, wie anständige Menschen wir geworden sind, aber wir sind ja auch noch da. Muss man die Schüler wirklich und die Schülerinnen vor so etwas bewusst schützen oder kriegen die das nicht schon selber mit und es wäre wertvoller, wenn man sie dem aussetzen würde? Wieder, ich glaube, wir müssen sehr genau sein. Das könnte ich jetzt überall sagen, ich versuche es zu vermeiden. Ich möchte übrigens auch die Antwort nicht verweigern zur Manspreading-Frage. Ich finde schon, dass das sexistisch ist, aber vorsichtig, ich würde nicht sagen, ich würde dem Mann, der das tut, nicht sagen, du alter Sexist, dem ist das vielleicht nicht bewusst und das sind komplizierte Mechanismen. Zu den Triggerwarnungen, ich würde das nicht sicher tun in einem schweizerischen Kontext. Ich finde, Triggerwarnungen sollten nah am Wortgebrauch wahrscheinlich verwendet werden und Trigger ist ja etwas, was vielleicht eine posttraumatische Störung auslösen kann und da würde ich eine solche Warnung jetzt im Unterricht wirklich wahrscheinlich nur dann aussprechen, wenn ich das Gefühl habe, das könnte jetzt jemandem wirklich im Sinne eines extremen Ereignisses, das in dem vielleicht das vielleicht passiert ist oder einer Phase, in die Personen stecken, sehr treffen kann. Dann also beim N-Wort finde ich, in der Schweiz würde ich keine Triggerwarnung aussprechen. Ich würde allerdings, wenn ich zum Beispiel Suizid oder sexuelle Gewalt bespreche im Philosophieunterricht, im Ethikunterricht, dann würde ich wahrscheinlich in der Lektion vorher sagen, wir werden darüber sprechen. Falls jemand das Gefühl hat, er oder sie möchte das in ihrem eigenen Tempo angehen oder mit mir vorher darüber reden, dann habt ihr hiermit die Chance. Dass man einen Vorraum öffnet. Darf ich kurz mal was sagen zu dem Manspreading? Also ich finde das nämlich schade, weil das ist auch so interessant. Ja, aber wir kommen ja gleich noch. Aber ich finde, das ist nämlich ganz paradigmatisch. Man könnte doch sagen, was ist das Problem daran, dass Männer breitbeinig sitzen? Das Problem ist, dass Frauen es nicht tun. Das heißt, wir sollten nicht die Männer mit Verboten belegen, bitte setzt euch auch mit Beinen übereinander geschlagen und ganz eng so hin, sondern wir sollten sagen, Frauen, wenn ihr die Beine breit machen wollt, dann macht sie breit. Also nehmt euch Raum, ja? Aber nehmt das ist eine Aufrüstungslogik. Nein. Ist das Problem an den SUVs? Die achten nicht auf die Fahrradfahrer. Was ist die Reaktion der Fahrradfahrer? Achtet mal nicht auf die SUVs. Herr Allenberger, das kann ja nicht sein. Nein, wir müssen schon immer genau gucken, worüber reden wir hier gerade. Und das sind sehr verschiedene Fälle. Was ich damit nur sagen will, ist, es gibt eine Tendenz, runterzuziehen, ja? Die Rechte, die ihr habt, runterziehen. Nicht ermutigen, die marginalisierten, unterdrückten, wie auch immer, Gruppen hochzugehen in die Potenz, sondern es geht immer nur runter. Und das ist das, was Nietzsche mit Ressentiment meinte. Und das ist genau das Problem. Wir müssen doch ermutigen. Und vielleicht noch. Aber können wir da nicht anschließend noch einmal beim Ermutigen, bei den Triggerwarnungen? Weil ich natürlich jetzt gerade, obwohl ich eigentlich grundsätzlich Ihrer Meinung bin, bin ich trotzdem da jetzt nicht ganz mitgekommen, weil ich gedacht habe, will ich wirklich in einer Welt leben, wo man allen Leuten immer sagen muss, also wenn das zu viel ist für dich, dann kannst du das auch langsamer und du kannst sonst auch noch eine Sonnenbrille anziehen oder hinter einem Schirm oder weil man doch irgendwie auch denkt, ey, come on, wir müssen auch tüchtig sein für diesen Alltag, für diese Welt, wie das da draußen halt läuft. Ja, darum würde ich das nicht bei jeder potenziellen rassistischen Äußerung tun, die uns irgendwie begegnet oder sexistischen Äußerung oder so. Das würde ich auf keinen Fall aus solchen Gründen, oder? Aber wie tut man Triggerwarnung, oder? Das tut man ja nur Menschen gegenüber, von denen man vielleicht annehmen kann oder aus Rücksicht auf Menschen, von denen man annehmen kann, dass sie wirklich, wirklich leiden. Und aber das stimmt doch überhaupt nicht. Auf den Rap-CDs in den USA ist für eine ganze Kultur der Parental Advice Explicit Lyrics steht dann da. Und irgendwann haben die Rapper rausgefunden, auf jeden Fall brauche ich diesen Aufkleber, weil sonst wird es nicht gekauft, weil es nämlich sonst nicht cool genug ist. Das hat ja auch vollkommen paradoxe Wirkung. Aber was ja nicht stimmt kulturell ist, dass das individuell ausgemittelt wird. Das gibt es an sehr vielen Erziehungsanstalten mittlerweile als Vorgabe. Aber das hat nichts mit Triggerwarnungen zu tun. Ich habe das miterlebt. Ich habe Heavy Metal gehört in den 1980er Jahren und da hat das begonnen. Das war eine moralische Panik aus christlichen Kreisen und dann hat das da begonnen und dann macht man das jetzt. Oder? Das gibt schon sehr lange. Das hat einfach gar nichts mit Triggerwarnungen zu tun und ich würde die Sticker natürlich auch wegnehmen. Ich denke, das ist ein ganz anderes Phänomen.
Jetzt will ich noch mal kurz jemanden triggern, weil es ging ja hier schon, Frau Flaßpöhler, eines Ihrer Lieblingsthemen, das generische Maskulinum. Jetzt möchte ich doch gerne mal wissen, bezeichnen Sie sich als Philosoph? Also, ich finde, es ist überhaupt nichts dabei, dass wenn ich über mich spreche und ich bin eine Frau, dass ich dann sage Philosophin. Das ist ja nochmal ein anderer Fall. Aber die Frage ist ja, ob wir das generische Maskulinum sozusagen in dem Sinne abschaffen sollten, als dass man sagt, jede Gruppe von Geschlecht muss sich repräsentiert fühlen in der Sprache. Da sind wir wieder beim Fühlen natürlich. Es gibt, finde ich, sehr viele Argumente, die dagegen sprechen. Ich sage jetzt nur zwei, es gibt aber noch mehr. Also das erste Argument ist ein rein sprachlogisches, dass einfach die, nee, ich sage drei. Das erste Argument ist ein sprachlogisches, nämlich dass, es hat angefangen mit LGBT, jetzt sind wir bei LGBTQIA Sternchen. Das ist nur eine Abkürzung. Ja, und es ist sozusagen voll, ja, aber damit versucht man das generische Maskulinum. Nein, es sagt niemand Zuschauer LGBTQIA Sternchen. Aber man das sagt, ist nur eine Abkürzung. Gut, dann sagt man, gut, aber vielleicht trotzdem nochmal, der Anspruch ist natürlich, man will möglichst alle Geschlechter repräsentieren. Das ist doch die Idee. Und das Problem ist, dass natürlich alle, die in dem Sternchen verschwinden, irgendwann auch einen Buchstaben haben wollen. Das heißt, die Idee, die Grundidee, dass man jede, ich bin ja dafür, dass es unendlich viele Geschlechtsidentitäten gibt, aber gerade deshalb bietet doch dieses generische Maskulinum als geschlechtsneutrales Instrument einen wunderbaren Raum für diese geschlechtsunabhängige Inszenierung, die ja so Denkerinnen wie Judith Butler, die wollten ja gerade weg von der Identität, die wollten ja ins Spiel gehen. Jetzt gehen wir wieder in die Repräsentation. Und genauso natürlich bei dem Unterstrich. Alle die in diesem Unterstrich verschwinden wollen, natürlich, haben natürlich eigentlich auch einen Anspruch auf Repräsentation. So, zwei, dann sage ich jetzt noch den letzten Punkt. Ich glaube, dass in dieser Idee der gendergerechten Sprache und überhaupt in der sogenannten Political Correctness ein Fundamentalirrtum dahingehend besteht, was Sprache ist. Sprache verfehlt uns immer schon. Sprache ist ein allgemein verbindliches System, auf das wir uns alle beziehen müssen. Und deshalb verfehlt es den Einzelnen immer schon. Sprache ist ein Scheitern. Aber doch und mehr oder weniger weit. Ja? Also wenn ich jetzt sage, liebe Zuschauer, und dann sagt die Frau, ich fühle mich aber nicht repräsentiert. Ja, du, sorry, Sprache verfehlt halt immer schon. Das kann es ja nicht. Aber Entschuldigung, das generische, also natürlich gibt es immer das Argument, ja, das mag ja geschlechtsunabhängig sein, aber man hört ja nur die Männer. So, das ist ja das Argument. Das hört man auch nur. Und interessant aber ist doch, Sie müssen doch unterscheiden, wen Sie fragen. Fragen Sie mal Frauen aus dem deutschen Osten. Ja, wir sind hier aber jetzt nicht im deutschen Osten. Doch, aber das ist entscheidend. Aber die sind in einer ganz anderen Welt groß geworden. Die haben immer schon gearbeitet, klar. Die waren immer Teil der Männerwelt. Ja. Die haben überhaupt aber kein Sprache Problem hat damit. Eine Geschichte. Sprache ist kulturell geprägt und bildet eine Kultur ab. Interessant ist doch, kein Mensch würde ein generisches Maskulin von Pflegern benutzen und sagen, die Frauen sind mitgemeint. Warum ja, das nicht? Das sollte man dann aber eben tun. Das wird nie klappen und das wäre komplett absurd. Stellen Sie sich mal vor, wir haben gerade eine Pflegeinitiative in der Schweiz. Man würde plötzlich sagen, ja, und die Pfleger, die wollen das und das und das. Und per Zufall sind einfach, ich weiß nicht, ein Großteil der Pflegenden sind eben Frauen. Niemand würde da ein generisches Maskulinum verwenden, währenddessen wir in der Philosophie ganz oft ein generisches Maskulin verwenden, weil es da fast keine Frauen gibt. Dann kann man die Frauen prima subsumieren. Das generische Maskulin ist nicht mehr neutral. Aber es kommt doch darauf an, dass wir die Welt verändern, und zwar dahingehend, dass wir alle hören, wenn wir dieses Wort, wenn wir diese grammatikalische Form verwenden. Darum geht es doch. Die Idee, dass das umgekehrt funktionieren könnte, das ist Sprachmagie. Das funktioniert nicht. Also ich kann das von meinen Töchtern klar sagen. Die fühlen sich bei Liebe Ärzte im Ärztebund nicht mitgemeint. Und wenn die Ärztinnen hören, dann haben sie das Gefühl, sie sind mitgemeint. Die haben sich so weit entwickelt. Und ich glaube, es ist nicht Spinnerei. Und ehrlich gesagt, ich kann das auch hervorragend verstehen. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, Herr Künzler. Ja, natürlich. Also ich bin selbstverständlich dieser Meinung. Und ich glaube, es gibt eine Menge Studien, die zeigen, dass die Menschen primär an männliche Vertreter denken in solchen Fällen. Ich denke auch, das Argument oder mit, wir wollen, dass sich alle repräsentiert fühlen, das stimmt natürlich. Und ich glaube, oder was wir wollen, ist geschlechtergerechte Sprache. Und ich glaube, eine Möglichkeit, und das ist, glaube ich, die, die Sie meinen, das zu erreichen, ist geschlechterneutrale Sprache. Und das kann man ja, im Englischen ist das vielleicht ein realistisches Ziel. Oder man kann also sagen, wir nehmen alle Personalpronomen, die ein Geschlecht haben, raus und wir sagen einfach,
they oder so. Oder, und ich glaube, in einer geschlechterneutralen Sprache, wo es überhaupt keine Geschlechter mehr gibt, da scheint das ein Ziel, das erstrebenswert ist. Und ich kann mir vorstellen, dass Butler sagen würde, ja. Aber das generische Maskulinum ist garantiert nicht das. Das generische Maskulinum ist eine männliche Form in einem System, in dem es männliche und weibliche Formen gibt. Und die männliche Form steht auch für gemischte Gruppen. Ich stimme mir zu, dass es eine geschlechtsneutrale Form ist, der Grammatik nach. Das generische Maskulinum ist der Grammatik nach eine geschlechtsneutrale Form. Es kommt darauf an, ob Sie es historisch anschauen oder wir schauen. Oder ob wir schauen, was verstehen die Leute jetzt darunter? Und oft in vielen Kontexten würde man sagen, das Zweite also noch, ist relevant. Noch ein letztes Argument, weil darüber kann man sich ja ewig streiten. Das generische Maskulinum, da geht es ums Tun. Ja, da steht das Tun im Vordergrund. Sobald wir anfangen zu gendern, wird das entscheiden, was wir hier alle zwischen den Beinen haben. Das ist aber nicht relevant. Also relevant ist doch, was wir tun. Darauf kommt es doch an. Nur, dass ich den Punkt verstehe. Das generische... Die Art und Weise, immer das Binnen-I einzuziehen, legt den Fokus auf Geschlecht, dort, ja, wo Geschlecht idealiter nichts zu tun haben sollte. Das ist Ihr Argument. Genau, das ist mein Argument. Und ich verstehe diese Sehnsucht nach so einer geschlechtsneutralen Sprache. Nur, ich glaube, es ist verfehlt zu glauben, wir kriegen das wieder mit rein, mit dem generischen Maskulinum, eben weil es einfach, das Maskulinum bleibt ein Maskulinum. Es ist einfach mittlerweile so geprägt. Und genau aus diesem Grund hat der Duden das ja verabschiedet. Ja, aber der Duden ist auch eine Erziehungsmaschine geworden. Das ist einfach kein Duden mehr, das ist ein Verhaltenskodex. Das ist doch absurd, ja? Ja, Sprache ist immer performativ. Sprache ist Handeln. Und wo gehandelt wird, muss man sich verhalten. Also das finde ich ja übrigens einen sehr richtigen Gedanken, dass Sprache eine Handlung ist. Und deshalb bin ich ja auch wirklich dagegen, dass man all die, die sich mit Sprache beschäftigen, immer schon und sowieso irgendwie als Mimosen und was weiß ich was bezeichnet. Das finde ich einen absolut richtigen Gedanken. Aber gerade deshalb, weil Sprache eine Handlung ist, haben ja Philosophen wie Derrida und Butler darauf Wert gelegt, dass man sozusagen die Kraft der Sprache nutzt, anstatt sie überzureglementieren, auch im Sinne einer Tabuisierung von Wörtern. Aber Herr Künzle, was mich noch mal interessieren würde, die Kraft der Sprache, alles schön und gut. Man kann auch sagen, die Kraftlosigkeit der Sprache ist enorm. Wir können 100% anders reden und alles beim Alten lassen. Die Klar. Idee ist ja auch nichts leichter, als ein Binnen-I zu machen und gesellschaftlich nichts zu verändern. Nichts leichter, als da symbolischen Gewinn zu haben, ohne etwas zu ändern. Ist das denn wirklich der Kampf im Sinne einer Erweiterung der Solidarität, der derzeit ansteht? Oder gibt es da nicht erst mal zwei, drei andere Punkte, auf die man sich echt konzentrieren sollte? Ja klar, aber ich glaube, das so gefragt, es ist ein Strohmann-Argument. Ich glaube, kein Mensch, den ich getroffen habe, würde sagen, es reicht, wenn wir nur auf geschlechtergerechte Sprache achten. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hätte, das ist der Hauptkampf oder der einzige Kampf, oder? Sondern wenn wir ernst nehmen, dass diese strukturellen Geschichten, die ich angesprochen habe, komplex sind, dann haben die natürlich, dann haben Elemente in der Sprache drin. Und dann sehe ich nicht ein, warum wir nicht gleichzeitig sagen können, wir müssen an verschiedenen Orten ansetzen. Und die Sprache ist eins davon. Könnten wir auch noch mal darüber reden, was mit Struktur eigentlich genau gemeint ist? Weil das ist ja ein Argument, zu sagen, wir müssen auf die Strukturen gucken. Es gibt ja ein sehr schönes Paradox, das benannt wurde von Alexis de Tocqueville, ein französischer Philosoph, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts viel Zeit in Amerika verbracht hat. Und der gesagt hat, je gleicher Gesellschaften werden, also je gleichberechtigter Gesellschaften werden, desto sensibler werden sie für noch bestehende Differenzen. Also auch sensibler für bestimmte Strukturen, die subkutan noch irgendwie da sind. Und da würde ich sagen, das ist ja gut so, und in so einer Zeit leben wir jetzt natürlich auch, dass wir sehr sensibel sind, wir haben gerade darüber geredet mit den breiten Beinen, ja oder nein, da würde ich sagen, das ist schon eine fortgeschrittene Sensibilität, darüber wirklich einen ernsthaften Diskurs zu führen. Und dann auch noch über die Art und Weise, wie man dann darüber spricht. Aber der Punkt ist doch, dass wir eigentlich jetzt an einem Punkt gesellschaftlich sind, wo man gar nicht mehr so leicht unterscheiden kann, ist die Struktur das Problem oder habe ich nur noch nicht die Kraft gefunden, die Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, auch zu ergreifen. Das ist doch genau das Problem. Und deshalb haben Sie vorhin auch so gezögert mit den Beinen, also ob das jetzt ein Problem ist, ein strukturelles oder nicht.
Nein, ich habe gezögert, weil, oder ich glaube, wir sind manchmal mit so einfachen Kategorien unterwegs. Und wenn dann gefragt wird, ist das Sexismus? Ich möchte nicht, dass dann jemand denkt, ich würde sagen, das ist ein Sexist und seine Handlung ist eine sexistische Handlung. Ich meine mit Struktur eben gerade, dass man mit den besten Absichten oder ohne irgendeinen sexistischen Hintergedanken Dinge tun kann, weil sie in der Gesellschaft eingebaut sind, weil wir sie schon immer getan haben und weil wir vielleicht auf eine bestimmte Weise denken, die dann dazu führen, dass trotzdem diese ungerechten Strukturen gleich bleiben. Mhm. Und ich wollte nur nicht da, dass man das Gefühl hat, ich würde jetzt, wenn ich Sie mit breiten Beinen in Tram sehe, dann würde ich hinkommen und sagen, Sie verdammter Sexist. Das wäre nicht angemessen, das würde ich nie tun. Ich würde gerne noch einmal auf Tocqueville zurückkommen, weil interessant ist ja, dass mir wahnsinnig auffällt, wie oft dieses Tocqueville-Paradox in letzter Zeit bemüht wird, in allen Kontexten. Und man kann das ja auf zwei Arten deuten. Man kann ja auf der einen Seite sagen, ja, da seht ihr es, so ist es eben. Wir sind unglaublich fortgeschritten in Gleichberechtigung und das, was noch bleibt an Streitereien, ist im kleineren Rahmen. Böse Stimmen würden sagen, das ist eben Gender-Gaga. Mhm. Man kann es aber auch anders auslegen und sagen, nee, dass das Tocqueville-Paradox immer genannt wird, ist quasi ein Argument, um zu sagen, wir haben doch schon ganz viel Gleichheit. Deswegen müssen die jetzt so mimosenhaft so Details suchen. Genau. Und ich bin mir manchmal nicht so sicher, also stimmt eigentlich die zugrunde liegende These, dass wir schon ganz viel Gleichheit haben? Das würden wahrscheinlich ganz viele Menschen, die sich eben genau in diesen Phänomenen diskriminiert fühlen, nicht so sehen. Also die Trans-Community, die Queer-Community, die natürlich sagt, Entschuldigung, hier werden unsere Rechte missachtet. Und es geht hier nicht darum, dass wir so ein bisschen diskriminiert werden, sondern es geht um handfeste Rechte, die wir nicht haben. Was an Tocqueville ja auch interessant ist, er bereiste Amerika, war sehr beeindruckt von den demokratischen Prozessen dort, hat auch sehr gedacht, dass dort ein Land sich neu empfindet. Und das Interessante an diesen Sensibilitätsmustern und auch an der Kritik daran ist ja, dass es gerade das, was eine Community, was ein Land gemeinsam leisten will, unmöglich macht, weil sich jeder in seine eigene Empfindsamkeitsecke zurückzieht. Dass es also dort, wo es eigentlich eine Solidarisierung mit allen geben sollte, dazu führt, dass jede Gruppe nur noch ihre eigenen Sensibilitäten namhaft macht und bewirtschaftet und deswegen gerade sozialer Fortschritt nicht mehr stattfindet. Das ist natürlich eine soziologische These, oder? Da kann ich nicht mehr viel. Also ich weiß nicht, wie man darauf eingehen sollte. Man müsste sie wahrscheinlich zu messen und zu überprüfen versuchen. Das ist natürlich eine Kritik auch von marxistischer Seite an anderen, also an Identitätspolitik. Und damit sind einfach andere Bewegungen gemeint, die sich um die Rechte von Minderheiten und eben nicht ökonomische Klassen wehren. Und man kann das dann schlecht finden. Ich weiß nicht, inwiefern das der Fall ist. Man hat einfach verschiedene Kämpfe. Oder ist ein, ja? Bevor wir uns vielleicht jetzt zu sehr mit der Sensibilität verkämpfen, gibt es ja auch andere Ideale in einer Gesellschaft. Die gehen nicht darum, dass man immer empfindsamer oder auch empfindlicher wird, sondern immer widerständiger, immer robuster. Stichwort Resilienz. Das ist ja ein großer Begriff, der hier immer ins Spiel gebracht wird. Und Frau Flassbüller, Sie sind eine Art Advokatin der Resilienz, wo Sie sagen, da wo Sensibilität ist, muss auch Resilienz auch werden. Nicht nur werden, aber auch werden. Wie würden Sie das fassen und warum ist das so wichtig, diese Resilienz? Na, ich finde, man kann das wirklich schön auch am Tocqueville-Paradox ja schon aufhängen. Dass, ne, wenn es eben immer unentscheidbarer wird, ist die Struktur das Problem oder geht es eher darum, dass ich jetzt sozusagen eben vielleicht auch widerstandsfähiger werde und bestimmte Möglichkeiten, die mir eigentlich zur Verfügung gestellt werden, die dann auch ergreife. Ja, also es gab jetzt zum Beispiel, vielleicht darf ich das ganz kurz erzählen, in Deutschland auf einer sehr großen Buchmesse in Frankfurt diesen Fall, dass eine schwarze Autorin nicht auf eine sehr große Bühne gegangen ist, die man ihr zur Verfügung gestellt hat, also zu der man sie eingeladen hat, weil sie eben die Präsenz eines rechten Verlages als Zumutung empfunden hat. Ja? Und weil sie sich gefährdet fühlte. Weil sie sich auch gefährdet gefühlt hat. Genau, also darüber gibt es unterschiedliche. Was mein Punkt wäre, ist, natürlich muss man mit dieser Frau unbedingt absolut empathisch sein. Also wirklich empathisch und sich mal versuchen vorzustellen, wie das ist, wenn man bedroht wird und zwar wirklich mit dem Leben, also mit dem Tod bedroht wird. Ich glaube nur, dass diese empathische Energie in die falsche Richtung gegangen ist, weil man sie darin bestärkt hat, diese Buchmesse zu boykottieren. Die Möglichkeit also nicht zu ergreifen, als Person of Color
auf diese riesige Bühne zu gehen und den Diskurs von oben gewissermaßen mitzubestimmen, im Sinne von, ihr wollt mich töten, aber ich führe hier das Wort. Ja, ich bestimme hier den Diskurs ganz maßgeblich mit. Stattdessen hat sie sich quasi selbst marginalisiert und rausgezogen. Das kann man empathisch verstehen, dass sie das getan hat. Richtiger wäre aber gewesen, sie in dieser Widerständigkeit, ihr wirklich aus der Verletzlichkeit heraus Kraft zu geben, dass sie diesen Schritt machen kann. Und was wir gesellschaftlich immer prämieren, ist die Schwäche und das Rausziehen. Und darin bestärkt man sich dann. Und dann kriegt diese Person genau dadurch auch eine gewisse Prominenz, dass sie sich jetzt irgendwie rausgezogen hat. Ich weiß schon, das ist die falsche Richtung. Aber stimmt das, dass wir das gesellschaftlich immer prämieren? Leben wir nicht in einer, sagen wir jetzt mal, extremen Leistungsgesellschaft, wo das Starke prämiert wird, diejenigen, die unempfindlich sind, diejenigen, die unerschrocken über alle Bühnen der Welt rennen. Also ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob diese Diagnose überhaupt stimmt und ob ich in einer Welt leben möchte, wo alles Zarte, Zerbrechliche, Hypersensible keinen Raum mehr hat. Aber das, wäre das es nicht umgekehrt eine Welt, die sozusagen mehr Raum schafft für das Sensible, vielleicht letztendlich eine menschlichere Welt? Also ich glaube, dass einfach beide Extreme fehlgehen. Sowohl eine verabsolutierte Sensibilität in dem Sinne, dass man die Menschen so imaginiert, wir hatten das vorhin mit den Trigger Warnings, so imaginiert als so eine offene Wunde, die man ständig schützen muss vor allen möglichen Zumutungen und Infektionen. Genauso falsch ist aber natürlich eine verabsolutierte Resilienz im Sinne einer kompletten Empathielosigkeit und einer Abschottung gegen das Leiden anderer. So mit Nietzsche, was mich nicht umbringt, macht mich stark. Genau, wobei Nietzsche natürlich ein komplexer Fall ist, weil er war ja selber hochsensibel, das war ja eine Mimose, wenn man so will. Also in Nietzsches ganzer Philosophie lebt ja, die ist ja geboren aus der Sensibilität. Und gerade an so jemandem wie Nietzsche sieht man, dass diese Idee, die er hatte, dieses, was mich nicht umbringt, macht mich stärker, klingt natürlich nach Verpanzerung, aber die Idee, die er hatte, war ja eher eine Idee von Plastizität. Also eine Resilienz, die genau diese Vulnerabilität, die Verletzlichkeit in sich trägt und aus ihr erwächst. Und das ist die Resilienz, die ich meine. Nicht die das Sensible ausstreicht. Ich verstehe schon, was Sie sagen. Und das Beispiel, das Sie nannten, ist ja ein sehr eindrückliches, an dem man viel entwickeln kann. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die Sensibilität und die Resilienz ein allzu gutes Paar sind. Denn wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand ist in dieser Situation, dann kann ich sagen, reiß dich doch zusammen. Ich versuche dich zu stützen, sei stark. Der Imperativ, sei resilient, ist ein unsinniger. Das ist so, wie wenn man sagen würde, sei weniger autistisch oder sei nicht so depressiv. Resilienz ist nichts, was man situativ aktivieren kann. Das ist eine Disposition, die man früh erwirbt, wenn man Glück hat und sie dann hat. Das heißt, ein Appell an Menschen zu sagen, sei resilienter, ich würde sagen, das ist sprachlicher Unsinn. Ja, ich finde es auch, moralisch problematisch. Sobald es nicht um eine Einzelperson geht, die vielleicht das früh entwickeln muss, oder vielleicht kann eine Einzelperson mit Hilfe, mit Therapie oder so, kann das stärken. Aber wenn das irgendwie gesellschaftlich gemeint ist, sehe ich fast keinen Kontext, wo das angemessen sein könnte. Aber mir geht's also anderen zu sagen, werdet resilienter, das ist irgendwie zynisch. Also nein, aber mir geht's. Aber kann ich doch kurz nachfragen, weil ich es gerne verstehen möchte. Also Sie würden jetzt sagen, das Beispiel, was vorhin gekommen ist mit dieser Person of Color, die nicht auf diese Bühne wollte, da würden Sie sagen, das ist wiederum eine strukturelle Frage, das, was sie erlebt. Da können wir nicht darauf antworten, dass wir sagen, individuelle Person sei resilienter, sondern... Nein, oder? Ich glaube, das können wir schon. Das sind zwei verschiedene Diskussionen. Die Frage ist, ob wir es wollen. Also in einem Einzelfall, denke ich, könnten wir jemandem sagen, vielleicht versucht dich zusammen, vielleicht nicht mit dem Wort resilient. Ich weiß nicht, ich würde es hier nicht tun, weil ich mir wirklich gar nicht anmaßen könnte, jetzt das zu sagen, weil ich so nicht wissen kann, wie diese Erfahrung sich angefühlt hat. Aber ich finde, zusätzlich zu diesem Fall, wo ich es auch nicht sagen würde, bei einer Einzelperson als Diagnose von außen, von diesem Stammtisch. Zusätzlich finde ich noch problematischer, wenn wir sagen, wir oder eine ganze Generation sollte das. Da sehe ich dann überhaupt nicht mehr, was das bedeuten kann. Aber das würde ich eben gerade schon sagen. Ich glaube, natürlich macht der Sprechakt, sei jetzt mal sofort resilient, das ist genauso wie lieb jetzt gefälligst sofort. Also es gibt Dinge, die entziehen sich im Augenblick der Verfügbarkeit. Das sehen wir, glaube ich, alle ähnlich. Aber ich glaube, man könnte sagen, es geht um eine Kultur der Resilienz. Und ich glaube, im Moment haben wir diese Kultur nicht, sondern wir haben eher eine Kultur der Immunität im Sinne von, das negative Ereignis darf gar nicht eintreten. Die Person darf gar nicht erst verletzt werden. Wir müssen die Menschen unbedingt vor jeder Zumutung schützen. Und das ist das Gegenteil von Resilienz. Das ist der Immunitätsgedanke, der eigentlich auch verschwistert ist mit einem Totalitätsgedanken. Ja, das heißt also, man muss die Gesellschaft so ausrichten mit so starren Regeln, dass überhaupt nichts mehr passieren kann. Das widerspricht aber dem Grundgedanken einer Demokratie, in der wir uns Dinge zumuten müssen. Also sich als freie Menschen zu begegnen,
heißt, dass wir uns Dinge zumuten müssen. Das negative Ereignis, das mich trifft, muss antizipiert werden. Und wir müssen die Menschen befähigen, damit umzugehen. Und damit meine ich jetzt nicht so ein neoliberales Konzept von Selbstoptimierung, sondern es geht darum, die Menschen in die Stärke zu bringen und nicht die Schwäche zu prämieren. Und das ist, glaube ich, das, was wir tun. Wir prämieren immer die Schwäche. Ja, damit meine ich, ich will damit keine das soll nicht so hart klingen, sondern es geht darum, die Menschen zu ermächtigen und so natürlich dann auch Strukturen zu verändern. Und das würde ja bis in Erziehungssysteme greifen, dass die Eltern ihre Kinder nicht zu sehr beschützen, nicht immer von irgendwelchen schädlichen Erfahrungen fremdhalten. Das ist ja auch interessant, wenn man sich diese Resilienz anschaut. Sehr schwer verstanden. Es ist nicht klar, was das macht, aber eines ist offenbar bei allen resilienten Personen der Fall, nämlich die menschliche Bildung an. Menschliche Bindung an eine starke Kontaktperson. Anders gesagt, Bindung zu anderen Menschen macht resilient. Und das wäre ja auch fast eine Diagnose. In dem Moment, in dem wir immer mehr vereinzeln, in dem wir uns immer mehr atomisieren, geht gerade diese Resilienz als Entwicklungsfähigkeit eher verloren. Aber ich finde auch interessant, was, ich bin immer noch da am Weiterdenken, was genau soll denn heißen, resilienter zu werden in Ihrem Sinne? Wir haben ja am Anfang unterschieden zwischen Empfindsamkeit und Empfindlichkeit. Und ich würde sofort sagen, ich will keine Gesellschaft, in der wir an der Empfindsamkeit irgendwie schrauben und uns da resilienter machen. Nein, ich möchte gerne, dass wir empfindsamer werden, noch mehr für die Belange der Natur, der Ökosysteme, für Menschen in anderen Ländern und so weiter. Da möchte ich mehr und nicht weniger Sensibilität. Also sondern wo ich es möchte, ist im Bereich der Empfindlichkeit. Und da würde ich aber sagen, geht es vielmehr darum, resilient zu werden. Ich würde das gar nicht mehr resilient nennen, im Sinne von sich selbst nicht so ernst zu nehmen und nicht alles immer so persönlich zu nehmen. Darum geht es doch. Aber hat das nicht was mit Resilienz zu tun? Nicht alles so persönlich zu nehmen? Ich glaube schon. Ich denke so, die Haltung, das Universum meint es nicht persönlich. Das ist jetzt einfach schlecht gelaufen. Das hilft ja schon mal. Ja, also ich bin völlig einverstanden. Ich würde das gleich sehen. Insofern mindestens als mit dieser Empfindsamkeit gemeint ist, eben für moralische Gründe, für ethisches Handeln. Ich finde aber die Diskussion von Resilienz schon auch, wir müssen wieder, dass wir zwei Dinge auseinanderhalten müssen. Nämlich, was Sie sagen, würde ja bedeuten, das hat keinen Bezug zu sagen wir, marginalisierten Gruppen oder unterdrückten Gruppen, Minderheiten und so weiter. Das bedeutet vielleicht einfach, im einfachsten Fall, vielleicht erziehen wir unsere Kinder ein bisschen zu verweichlicht. Oder? Also darüber können wir reden. Oder? Solange das keinen Bezug hat zu Minderheiten und Gruppen, die sich vielleicht ausgeschlossen fühlen, dann ist das eine These über Erziehung und vielleicht. Dann könnten wir darüber reden und wir würden psychologisch diskutieren. Aber sobald der Kontext einer ist von marginalisierten und unterdrückten Gruppen, wird es bevormundend, oder? Oder zynisch. Ich finde, man kann doch das von diesem Tisch aus fast nicht. Aber Herr Künzel, darf ich noch als Pädagoge fragen, wie ist denn das bei Ihnen? Sie unterrichten ja junge Menschen. Mhm. Und es gibt viele junge Menschen, das höre ich immer, wie die sagen, wir gucken keine Nachrichten mehr. Das will ich mir nicht mehr zumuten. Das ist zu hart. Treten Sie dann in der Klasse auf und sagen, das müsst ihr aushalten. Ihr müsst euch für diese Welt interessieren. Ihr müsst euch von ihr auch verwunden lassen, weil anders geht es nicht. Mir ist das noch nie begegnet. Also noch nie. Also meine Schülerinnen und Schüler, die haben dieses Problem offenbar nicht. Ich weiß nicht. Sie haben sie resilient gemacht. Vielleicht sind sie resilient geworden. Sondern im Gegenteil, was mir da auffällt, und das ist jetzt natürlich auch nicht repräsentativ, das sind meine Schülerinnen und Schüler, ist eben diese große, wirklich große Bereitschaft, dahin zu gehen, wo die Argumente führen. Also wenn ich mit ihnen irgendwie über eine moralisch richtige Handlung spreche und dann sage ich, okay, wenn das moralisch richtig ist, dann folgt aber daraus oder das und das, dann ist die Bereitschaft, mit Logik und Rationalität dahin zu gehen, wo das Argument führt, ist immer da. Ich habe jedes Jahr Schülerinnen und Schüler, die, wenn wir Singers Argumente zur Tierethik besprechen, danach einfach mal aufhören, Fleisch zu essen, weil sie die Argumente gut finden. Ich würde gerne noch mal die Resilienz verteidigen. Und zwar auch mit Blick auf People of Color, auf auch jetzt mal rassistischer und sexistischer Diskurs. Ich glaube, in beiden Fällen kann man das zeigen. Also sich zu sensibilisieren für rassistische und sexistische Strukturen heißt doch, dass ich auch als Betroffene Dinge wahrnehme, die ich früher quasi als Naturgesetz hingenommen habe. Ja? Also ob ich jetzt schwarz bin oder eine Frau, ich habe einfach die Ungerechtigkeit gar nicht so richtig
fast gespürt, weil ich gedacht habe, ja, das ist halt so, in so einer Gesellschaft leben wir halt, so what, verletzt mich, aber ich kann es noch nicht mal äußern. Das heißt, dass wir uns sensibilisieren, vielleicht auch für Sexismen und Rassismen, die wir selber als Betroffene in uns tragen. Also es gibt ja auch eine Selbstabwertung der Personen, ne, in beiden Feldern, ganz extrem. Also wir tragen die Strukturen ja auch als Betroffene in uns. Dass wir uns sensibilisieren, ist erstmal ein Fortschritt. Aber dann ist es doch sozusagen der logische nächste Schritt zu sagen, wir wehren uns auch, wir sagen auch was, und zwar in der Situation, wir decken diese Sexismen auf, wir artikulieren sie und wir bringen uns in eine Stärke hinein, in dem Sinne, dass wir uns auch wehrhaft machen können. Und das ist zum Beispiel etwas, was der Rassismus-Soziologe Aladin Elmar Falani in seinem neuen Buch ganz klar schreibt. Empowerment gehört ganz klar in diese, und gerade auch in die Schule übrigens. Aber das kommt dann von innen. Empowerment heißt ja eigentlich auch von innen her dann, sich zu überlegen, wie wehren wir uns und wie können wir in dieses Wehrhafte reinkommen. Aber von außen her als die privilegierte Gruppe zu sagen, jetzt seid mal resilient und jetzt empowert euch mal und wehrt euch mal, ist das nicht ein bisschen schwierig? Also ich habe erstmal sehr, sehr großes Verständnis dafür, tiefes Verständnis, dass Betroffene erstmal gehört werden wollen. Das kann man, finde ich, auch sehr schön zeigen, wenn man sich noch mal erinnert an den Holocaust, als es ja immer hieß, ihr Juden, ihr könnt dazu gar nichts sagen, ihr seid nicht objektiv, ihr seid da noch viel zu nah dran und so. Also wir können so froh sein, dass die Juden es geschafft haben, sich Gehör zu verschaffen in ihrem Leiden. Also daran, glaube ich, kann man das sehr, sehr klar machen. Aber es zeigt doch wirklich jede therapeutische Situation, wenn wir uns wirklich mal, gerade war ja schon die Rede von Therapie, vorstellen, ja, da ist ein Betroffener mit einem bestimmten Leid und der braucht einen Nicht-Betroffenen, der eine andere Perspektive auf sein Leiden hat. Und eigentlich kann man sagen, der Therapeut braucht zwei Perspektiven, nämlich einmal eine zutiefst empathische, also die Fähigkeit, sich wirklich einzufühlen und die Welt mit den Augen dessen zu sehen, der da auf seiner Couch liegt. Aber das kann ja nicht alles sein, weil das weiß ja der Betroffene schon selber, wie er die Welt sieht. Und ich glaube, das ist sozusagen die vorherrschende Perspektive im Moment. Nicht-Betroffene dürfen nur dann was sagen, wenn sie genau die Perspektive einnehmen wie die Betroffene. Ich finde aber, die Stärke liegt doch darin, damit zugleich auch die Ich-Perspektive zu verbinden. Also das heißt, eine normative Spannung aus der Tatsache zu entwickeln, dass ich nicht betroffen bin, sondern eine andere Perspektive auf den Fall habe. Ich finde das sehr schön, dieses Plädoyer für Differenz, dass es nichts bringt, in dialogischen Situationen ganz und gar in die Schuhe des anderen zu gehen, weil die Differenz ja immer produktiv bleibt. Andererseits muss man sagen, gerade in diesen Kämpfen, und das sind soziale Kämpfe der Black Lives Matter Bewegung, auch der Feminismus, ist ja das Problem, wer ist eigentlich therapiebedürftig? Und das sind ja nicht die Betroffenen, die sagen ja, ihr seid therapiebedürftig, du bist der Rassist, versuch du dir mal die Differenz zu machen. Allein schon in der Formulierung, da gibt es die Betroffenen und dann gibt es die Leute, für die man Verständnis haben muss. Ich würde sagen, eine wirklich emanzipative Position in der Black Lives Matter Bewegung ist ja nicht, wir müssen uns empowern, ihr seid therapiebedürftig, ihr seid krank. Man muss das ja erst mal ganz umdrehen. Genau, ja, und das ist genau das, was die Critical Race Theory meint. Also, dass man sozusagen sensibel werden muss für die Anliegen derjenigen, die unter Rassismus leiden. Ja, so, aber das schließt es ja gar nicht aus. Schließt es nicht aus, es bleibt in der Wahl. Ja. Wir müssen jetzt alle ganz stark sein, denn die Zeit ist vorbei. Und deswegen ganz kurz an Sie beide die Frage, wofür wären Sie gerne sensibler und wogegen gerne resilienter, Herr Künzle? Ich weiß, wogegen ich gerne ein bisschen resilienter wäre. Wenn meine Töchter auch nur, die sind 6 und 8, und wenn sie auch nur milde krank sind, dann habe ich einen Zusammenbruch und kann nicht mehr funktionieren. Das ist praktisch sehr, sehr ungeschickt und da sollte ich resilienter werden. Möchten Sie mal sagen? Okay. Ja, also ich glaube, ich wäre gerne sensibler für das, was ich noch nicht verstehe. Ich glaube, dafür braucht man Empathie im Sinne von, dass man dann auch Dinge versteht, die man vorher nicht verstanden hat. Und diese Offenheit braucht man unbedingt. Ich glaube, resilienter wäre ich manchmal gerne, was die Arbeit angeht. Das Nein sagen, das fällt mir manchmal noch schwer. Ach, wir schließen mit Nietzsche. Das Wort, das uns zum Sklaven macht, ist Ja. Auf jeden Fall sehr schön, dass Sie beide Ja gesagt haben mit Ihren sehr widerständigen und sensiblen Argumenten. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Svenja Flaßpöhler und Dominik Künzle. Vielen Dank. Danke auch. Danke.
herzlichen Dank fürs Interesse Ihnen zu Hause. Nächste Woche empfangen Sie Olivia Röllin und Yves Bossart bereits um 10.30 Uhr mit einem Film, nachher mit einem Studiogespräch zum Thema Was kommt nach dem Tod? Und jetzt gleich geht's weiter mit Chili González, ein Typ, der in Badelatschen und Bademantel auftritt, sein Publikum beschimpft und viele Preise einheimst. Das sollten Sie nicht verpassen. Eine gute Zeit, bis bald. Thank you.